aus der Europahalle in Karlsruhe. Und jetzt geht es gar um eine Europameisterschaft, um den europäischen Titel in der Klasse bis 95 Kilogramm. Der hier in den Ring geleitet wird, das ist der Lokalmatador vom Bulldog Gym Karlsruhe. Das ist Costa Padolitis. Und der Name und sein Umhang, er verrät auch eindeutig, wo er ursprünglich herkommt, nämlich aus Griechenland. Aber er kämpft für Deutschland und er kämpft um den europäischen Titel gegen ihn, gegen einen erfahrenen Routinier, André Mannard, 31 Jahre alt. Einer der erfahrensten und härtesten Fighter im Ring. In der weißen Hose allerdings, also der Niederländer in der weißen Hose, das ist André Mannard um den europäischen Titel gegen Costa Padolitis in der gelben Hose. Für Padolitis soll das ein rauschendes Comeback werden. Der Mann, der ja schon einmal Europameister war, dann aber lange, lange Zeit, beinahe zwei Jahre lang von Verletzungen gebeutelt wurde. Zunächst ein Mittelhandbruch 1990 und dann kam eins zum anderen, noch ein Bänderriss. Er hatte wirklich Pech, aber hier in diesem Kampf, da wollte er sich zurückmelden. André Mannard, er zeigt sich hier als folgsamer Schüler seiner Betreuer. Den Lowkick verlangten sie, er brachte ihn und er wurde gelobt aus der eigenen Ecke. Gut so. Zwei knallharte Fighter stehen sich hier im Ring gegenüber und das verdeutlichen auch schon diese Bilder aus der ersten Runde dieses Kampfes, der über 10 Runden a 2 Minuten angesetzt ist, aber es sollte niemanden verwundern, wenn das hier keine 10 Runden dauert. Costa Padolitis, ein Spezialist für vorzeitiges Kampfende. 32 Kämpfe hat er bisher bestritten, 30 davon gewonnen und davon wiederum 29, also alle bis auf einen durch K.O. Wirklich beeindruckend, nur 2 Niederlagen in seiner Kampfbilanz. Und wie er das geschafft hat, das zeigen die Schläge hier in dieser verlangsamten Wiederholung. Aber auch André Mannard ist nicht ohne. Auch er kann schon auf 15 K.O.-Siege zurückblicken, der 31-Jährige aus dem Mejiro Gym in Amsterdam. Von Hause aus ist André Mannard eigentlich ein Thai-Boxer und nicht zuletzt, das führt auch dazu, dass seine Low-Kicks, die Kicks auf den Unterschenkel des Gegners, beinhart und äußerst effektiv sind. Die tun wirklich weh und das darf ich Ihnen schon vorab verraten, das hat Costa Padolitis in diesem Fight auch schmerzhaft erfahren müssen. André Mannard, ein Mann, der sehr, sehr viel einstecken kann, aber auch ungeheuer hart austeilt. Niederländischer Champion im Thai-Boxen ist er und er war auch schon einmal Kickbox-Weltmeister. Spätestens in dieser zweiten Runde, da liegen dann auch schon die Vorteile ganz eindeutig bei André Mannard, bei dem Mann in der weißen Hose. Der Niederländer, der den etwas kräftigeren und ausgereifteren Eindruck macht, da steckt Costa Padolitis einfach weg.
signalisiert zwar Ringrichter Hauwasser, nichts passiert, ich bin vollkommen in Ordnung. Aber die Gestik und das Kampfverhalten von Costa Padoletis, alles deutet darauf hin, dass er doch schon mitgenommen ist. Jetzt werden auch die Betreuer herangerufen. Da kommt auch gleich das Erste-Hilfe-Personal. Costa Padoletis, er hatte dort Sorgen, weil er einen Schlag auf die Nase erhalten hatte. Aber das beruhigende Urteil, alles in Ordnung, nichts gebrochen, nichts passiert. Trotzdem keine Frage, an wen diese zweite Runde ging. Sie ging an den 31-jährigen Routinier aus den Niederlanden, an André Manart. Und so wie er die zweite Runde beendet hatte, da fängt er die dritte Runde auch an, der André Manart. Costa Padoletis, ein gelernter Schlosser, derzeit aber arbeitslos. Also noch einen kräftigen, austrainierten Schlosser benötigt. Hier können Sie einsehen. Tut weh, was Costa Padoletis da einstecken muss. Die Kicks und auch die Fausthiebe. Aber vor allen Dingen die Kicks sind es, die zermürben, die grausam sind, die wehtun. Selbst wenn sie nur auf die Beine kommen, da hat man das Gefühl, man kann keinen Schritt mehr weiterlaufen. Sehr schön, wie André Manart hier abwechselnd Kicks und die Fäuste einsetzt. Ein Kick, die Deckung geht runter, die Faust hinterher. Aber Costa Padoletis, er beweist, dass er ein Kämpfer ist. Er steckt nicht auf, ganz im Gegenteil. Er schlägt zurück. Respektvoller Umgang der beiden miteinander, aber keine Frage, der bessere Mann im Ring, zumindest in diesem Kampf. Und bisher, das ist André Manart nach den ersten drei Runden. Die vierte von maximal 10 Runden in diesem Kampf um die WKA-Europameisterschaft in der Klasse bis 95 Kilogramm. Oh, und da taumelt der Costa Padoletis schon. André Manart auch mit der größeren Reichweite ausgestattet. Das gibt ihm noch einen zusätzlichen Vorteil in diesem Kampf. Da stellt er sich den Costa Padoletis förmlich hin, um dann seine Low Kicks anzubringen. Ja, das wird auch vom Ringrichter Hauwasser moniert. Nicht den Gegner wegschieben. Aber auch so kommen die Kicks. Sehr schön, diese Kameraeinstellung von oben. Und da sehen Sie, wie weh die Kicks tun. Da muss Costa Padoletis angezählt werden in der vierten Runde. Er knickte förmlich weg. Bis 8 wird gezählt. Der Check. Dann schnaufender Costa Padoletis setzt den Fight fort.
und wird sofort wieder angezählt. Da hat er einige Hiebe kassiert. Und der Betreuer kommt, winkt ab. Der Kampf, er ist vorbei mit seinen Low Kicks. Da hat André Mannhardt den Gegner mürbe gemacht, sturmreif geschossen. Und das Ende kam in dieser vierten Runde. Das ist der neue Europameister der WKA in der Klasse bis 95 Kilogramm. André Mannhardt, Sieger durch Abbruch in der vierten Runde. Klares Ergebnis, Costa Padolitis. Vielleicht kam dieser Kampf noch etwas zu früh für ihn. Aufmunternde Worte da auch von dem unterlegenen Gegner. André Mannhardt also, der Europameister. Wir machen eine kurze Pause, aber bleiben Sie dabei.